So. Dieser Vortrag wird etwas anderer Art sein, allein dadurch, dass ich ihn meinem noch ungeborenen Kind widmen werde. Und ich habe mir vorgestellt, wie würde es sein, irgendwann mal, wenn mein Kind aufwächst und fragt, ey Papa, erzähl mir doch mal bitte mal eine Geschichte. Und wenn dann die ganzen Piratengeschichten schon dutzendmal erzählt wurden, dann erzähle ich ihm das hier. Und zwar werde ich Ihnen davon erzählen, wie faszinierend es doch eigentlich ist, wie alles in unserem Körper miteinander verbunden ist. Und das alles mit Hilfe von Hormonen, die irgendwo bei uns im Körper produziert werden. Die beeinflussen unseren Kopf, unsere Gefühle, unsere Gedanken, was wir als gut, als schlecht, als richtig oder falsch empfinden und dadurch auch, wie wir uns verhalten. Das heißt, wie andere Menschen uns auch wahrnehmen. Und ich möchte euch heute beweisen, dass es wirklich diese Hormone sind, die uns kontrollieren, wogegen wir nichts machen können. Okay, fangen wir an. Was habe ich denn überhaupt alles herausgefunden? Und ich dachte mir, hier habe ich nicht so viel Zeit und es soll dann so ein bisschen wissenschaftlich sein. Dann zeige ich euch doch einfach mal alles, was ich so herausgefunden habe. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt alles verstanden. Ich kann gehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Nein, Scherz beiseite. Science Slam soll ja irgendwie so spannend sein, man soll was verstehen können und interessiert daran werden. Und das wollte ich jetzt auch machen, mal gucken, wie das funktioniert. Ich werde jetzt anschreiben, um welches Thema es denn eigentlich geht. Und der Erste, der es errät, und vielleicht auch der Zweite, der Dritte, kann auch der Hundertste sein, der schreit das so laut wie möglich zu mir hier auf die Bühne. So jetzt. Mensch, Hamburg. Ah, sehr schön. Da war mal jemand nicht so schüchtern. Ja, da könnte man so denken, ja, Sex, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ich habe damit nichts im Mund. Das kommt bei mir zu Hause nicht rein. Okay, werden wir nicht über Menschen sprechen. Ich werde nur kurz meine Freundin erwähnen, die wollte unbedingt als Forschungsobjekt dienen. Das hat sich schlagartig geändert, als ich ihr erzählt habe, unter welchen Bedingungen ich dann ihr Gehirn herausschneiden müsste. Fand sie nicht mehr so toll. Nein, also um Menschen geht es nicht. Um die hier. Es hat super funktioniert. Nee, um die geht es nicht. Das war einfach nur der Sympathiebonus. Nein, es geht letztendlich um die hier. Wachteln. Und damit könnt ihr auch sehen, wie schwierig es ist, einen Hintergrund so zu gestalten, dass man ihn nicht mehr erkennen kann. Hier nochmal zum Vergleich. Aha, aha. Aber was kann ich euch denn über die Wachteln erzählen? Wie entstehen denn diese kleinen Piepmatze da? Nun, das geht ganz einfach. Das war's. Nochmal etwas präziser gezeigt. Hier als erstes versucht das Männchen, das Weibchen im Nacken zu packen. Ist nicht bei allen Spezies üblich, hoffe bei uns nicht. Dann versucht es auf den Rücken des Weibchens zu gehen, schafft es dann noch irgendwann. Und dann, ja, da seht ihr, das Männchen klappt so ein bisschen ins Hinterteil rum und dann kommen die beiden Kloaken, solche Öffnungen, zusammen und dort wird das Sperma in das Weibchen injiziert. Okay. Und was beobachten wir da eigentlich? Nun ja, wir haben Männchen, Weibchen, aber die können sich sehen, nicht miteinander interagieren. Nichtsdestotrotz ist das Männchen ziemlich geil und zeigt sein ganzes Repertoire an Balzverhalten. Und wir gucken von unten darauf zu, ein bisschen voyeuristisch. Da seht ihr eine Drüse und die kontrahiert. Je mehr sie kontrahiert, desto sexuell motivierter ist das Männchen. Denn die Drüse produziert einen Schaum, der wichtig für den Sex ist. Nachdem das Sperma injiziert wurde, wird dann die weibliche Kloake quasi mit dem Sperma, Schaum, der dort produziert wird, gestoppt, sodass er nicht zurückfließen kann. Und so gucken wir uns das an. Schön, oder? Ja, ein bisschen voyeuristisch, ist in meiner Natur. Kann ich nichts dagegen machen. Aber wie und warum machen die das überhaupt? Woher kommt dieses sexuelle Verhalten, diese sexuelle Motivation? Nun,
Der hat herausgefunden, dass es ein Enzym gibt im Gehirn, das heißt Aromatase. Und das ist anscheinend für all das zuständig, was sexuelles Verhalten überhaupt angeht. Und gut, jetzt könnte man fragen, was hat das mit wiederum dem Thema überhaupt zu tun? Letztendlich hat das sexuelle Verhalten einen Grund. Es kommt von irgendwoher. Und woher kommt es? Ganz am Ende der Schlange steht DNA. Wie immer. Aber die wird dazu genutzt, um ein Protein herzustellen. Und die Proteine in der Zelle sind wie eine Art Maschine. Das dauert ein bisschen, das kann zu direktem Verhalten nicht führen. Aber interessant ist, was danach passiert. Und zwar wird aus einem Protein ein Enzym, ein aktives Enzym, wie bei einer Maschine, wenn man sie anschaltet. Sagen wir mal, wir machen Strom rein, dann funktioniert sie. Und dieses Enzym kann zum Beispiel Hormone produzieren. Und dieses Hormon wiederum beeinflusst Neurone, in wie sie aktiv sind, wie sie feuern. Und das führt wiederum zu Verhalten. Muskeln werden kontrahiert, irgendwas passiert dann. Wir gucken, wie schnell das passiert und wie jetzt dieses Enzym, die Aromatase, mit dem Sexualverhalten zusammenhängt. Und die Aromatase, was sie macht, ist aus Testosteron Östradiol. Jetzt denkt man sich, die sind ja eigentlich so weit voneinander entfernt. Nein, sind sie gar nicht. Haben sehr viel miteinander zu tun. Und wie funktioniert das alles? Ja, das wollte ich mal so ein bisschen protzen mit, das habe ich selber gemalt. Nein, vergesst es einfach. Das Wichtigste ist, ihr habt irgendwo ein Neuron und das feuert mit Dopamin. Manche kennen das, irgendwo mal gehört, hat irgendwas mit Gehirn zu tun. Das andere ist Glutamat. Und dann am Ende wird die Aromatase, dort rechts, aktiviert über zum Beispiel einen Phosphorrest und dann wird aus Testosteron Östradiol gemacht. Aber woher kommt denn Testosteron überhaupt? Wer weiß das von euch? Sagt's mir. Nee. Testosteron wird außerhalb des Gehirns produziert. Jemand eine Idee? Hoden habe ich irgendwo gehört. Genau, Hoden ist das beste Raten. Wird aber auch in den Nieren und auch im Eileiter, also auch in der Frau produziert. Und dieses Testosteron kommt über das Blut ins Gehirn, wird dort zu Östradiol konvertiert. Jetzt ist es so, bei Frauen funktioniert anscheinend sexuelle Motivation über den gleichen Weg. Das heißt, das Testosteron bei Frauen, selbst bei Frauen, ist sehr wichtig für die sexuelle Motivation. Denn das Östradiol, was auch im Eileiter produziert wird, kann nicht durch die Gehirn-Blutschranke passieren. Das heißt, das Testosteron, was zum Gehirn kommt, dann konvertiert wird, das irgendwas macht. Aber was macht das denn eigentlich? Nun, einerseits kann es an die DNA binden über ein Protein und andere Proteine exprimieren. Und das führt zum Beispiel zu Lernen. Sagen wir mal, du bist in der Pubertät, ihr nicht, wart mal irgendwann. Und dann wird quasi ein sexuelles Lernverhalten produziert. Du lernst etwas über deinen Körper und irgendwas passiert dann. Wollen wir weiter nicht wissen. Aber noch interessanter ist, dass dieses Östradiol auch anscheinend als Neurotransmitter agieren kann. Das heißt, es kommt zur Synapse, kann dort ausgeschüttet werden und wird dann ein anderes Neuron aktivieren. Und das produziert Verhalten direkt. Nun gut, ich hoffe, dass ich euch hiermit beweisen konnte, dass Hormone uns kontrollieren. Ich möchte mal gucken, wen ich von euch überzeugen konnte. Jeder, der überzeugt ist, Hormone kontrollieren uns, Hände hoch. Ja? Überzeugt? Manche noch nicht so ganz? Okay, danke. Habe ich gute Arbeit geleistet? Ich habe euch ein bisschen ausgetrickst. Nein, Hormone kontrollieren uns schon, aber letztendlich kontrollieren wir auch unsere Hormone. Das ist das Interessante. Man kann über Verhalten, unsere Gedanken, unsere Gefühle und auch letztendlich unsere Hormone und deren Produktion steuern. Und wissenschaftlich gesehen ist es eigentlich Bullshit, eigentlich hängt es alles irgendwie miteinander zusammen. Was mich immer so fasziniert hat, ist, wie wir Menschen so unterschiedlich in so verschiedenen Situationen sein können. In der einen Situation könnte es sein, dass wir zum Beispiel sexuell motiviert sind, worum es ja ging. In einem anderen Fall kann das diese sexuelle Motivation später auch zu einer stärkeren zwischenmenschlichen Verbindung führen. Verbindung zwischen Menschen, etwas Soziales, etwas wie ein Heimatgefühl, könnte man fast sagen. Und das wiederum zu, was ja meine Widmung belangt, zu einer Fürsorge für neues Leben, Verantwortung übernehmen. Und das alles
passiert halt irgendwie durch Hormone. Es wird irgendwie dadurch geregelt. Und all das habe ich von den Wachteln gelernt. Dankeschön.